Es verbessert deutlich die Zusammenarbeit aller im Gesundheitssektor arbeitenden Kolleginnen und Kollegen. Damit ist verbessert die Zusammenarbeit zwischen den Ärztinnen und Ärzten, zwischen den Therapeutinnen und Therapeuten, aber auch zwischen den Hilfsmittelbringern. Es ist ein deutliches Mehr an Miteinander aller Beteiligten im Interesse der Patienten. Wir werden nach Jahren endlich mal das Hilfsmittelverzeichnis aufräumen. Produkte, die schon länger darin nichts mehr zu suchen haben, fliegen raus. Es wird aktualisiert. Ein weiterer innovativer Punkt ist die sogenannte Blanko-Verordnung. Das heißt, der Therapeut legt selber fest, was er mit dem Patienten macht, welche Therapieform und wie lange. Das ist ein absolut innovativer Punkt für Deutschland. Für Sie als Patient bedeutet das, dass Sie individueller mit Ihrem Therapeuten den Therapieplan festlegen können. Sie können mit ihm entscheiden zusammen, was der Therapeut mit Ihnen macht, beziehungsweise wie lange Sie für die Therapie brauchen oder wie oft die Frequenz ist. Im Bereich der Hilfsmittel ist es wichtig, wir haben eine höhere Auswahl von zuzahlungsfreien Produkten und zweitens rücken wir die Qualität der Produkte deutlich in den Vordergrund. Insgesamt ist dieses Gesetz ein Meilenstein in der deutschen Gesundheitspolitik. Es ist klar, es ist ein deutliches Mehr von Miteinander. Wir kommen dadurch schneller in den Dialog mit den Patienten. Die Patienten haben direkter was von Forschung, sie haben direkter was von dem Wissen der Therapeutinnen und Therapeuten. Es ist deutlich mehr auf den Patienten abgestimmt.